Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Live-Let's Play hier auf meinem Kanal. Bloßeigend Live oder halt auf YouTube Bloßeigend Link, ne? Wir zocken heute The Legend of Zelda. Ein Replay, das Spiel gibt's ja schon auf meinem Kanal, aber... unter ganz besonderen Herausforderungen. Ihr habt vielleicht im Trailer verfolgt und wisst genau, was heute passieren wird. Wir werden dieses Spiel, während die Story voll... Ich denke mal, die Story kennen wir alle, ne? Hier, ihr wisst schon, Gen mit Doppel-N, ne? Kennt man die Story? Also ein anderer Ganon als sonst. Hat Böses im Sinn, aber ist egal. Diese Challenge, Leute, ist an sich eine recht bekannte. Kann ich auch mal sagen, die ist nicht von mir ausgedacht oder sowas. Die habe ich im Internet gefunden. Wie alles, was man im Internet findet, ne? Und zwar, ja, also, es ist eine No-Sword-Challenge und eine No-Death-Challenge. Das heißt, ich werde, guck mal, da sieht man schon Sword und White Sword und Magical Sword. Werde ich alles nicht einsammeln, ja. Man kann das Spiel halt wirklich spielen, ohne ein Schwert zu haben. Sehr, sehr krass. Dadurch wird das Spiel natürlich ungemein schwerer, nerviger und komplizierter. Werdet ihr alles sehen. Und zum anderen will ich halt nicht sterben. Einfach nicht sterben, das heißt, darf nicht Game Over gehen. Und das ist am Anfang halt noch am schwierigsten. Und ja, das wird also... Mir hat die Challenge sehr viel Spaß gemacht, dass ich sie unbedingt in so einem Live-Let's Play mal verpacken möchte. Und ich würde sagen, das war cool. Please look up the menu for details. Okay, Leute, legen wir los. So. Okay, oh Mann, ey. So, erstmal natürlich... Register your name. So, ich denke mal einfach, weil es passt, ich nenne mal diese Datei, nenne ich einfach mal... No Sword. Ja? Oh, diese Piepen, ey, wartet. Ist gleich weg, wartet. Aua, oh, aua, aua. So, No Sword, weil wir Bescheid wissen. Und das Schöne ist ja auch, dass das Spiel festhält, wie oft man stirbt, ne, mit einer dicken, fetten Null. Und die Null soll natürlich so bleiben. So, und ansonsten, aber... Erstmal Dankeschön, Audi Ladi, Dankeschön für deinen Sub. Vielen, vielen Dank fürs Unterstützen. Warte mal, Sword. So ist doch richtig, ne? So, No Sword. Okay, genau. Und, aber das sind wirklich die einzigen Bedingungen, die ich mir gestellt habe. Kein Schwert und nicht sterben. Ansonsten wird aber alles andere mitgenommen, um mir das dann trotzdem noch so einfach wie möglich zu machen, in der Hoffnung, dass es klappt. Wie gesagt, alle Herzcontainer natürlich sind mit dabei. Und, ja, und sämtliche Gegenstände, die ich auch sowieso brauche. Und deswegen, Leute, hier guckt euch das an. No Sword und nullmal gestorben. Und das soll so bleiben. Hoffen wir mal. Okay. Es ist so schön, ey. Es ist so schön, ey. Die Leute in den 80ern, die müssen so ausgerastet sein, als wir das gesehen haben. Naja, okay. So, ne? Und hier ist es, ne? Ihr wisst Bescheid. Hier. Der auffälligste Ort, wo man zuerst hingeht. Es ist gefährlich, alleine zu gehen. Hier, nimm das. Nee, alter Mann. Dankeschön, Heckenschere, für deinen 9. Resub. Vielen, vielen Dank. Der alte Mann will uns... Der alte Mann meint es gut. Er meint es gut, ne? Aber... Nee, habe ich keinen Bock drauf, Leute. Wir nehmen das Schwert nicht mit. So. Ja, was nun? Also man muss echt wirklich, um so eine Challenge zu machen, muss man, sage ich jetzt mal, das Spiel jetzt nicht unbedingt in- und auswendig kennen, aber man muss schon, man sollte schon eine Strategie haben. Und die habe ich, Leute. Also das Erste, was wirklich empfehlenswert ist, Geld. Ja, nicht nur auf YouTube oder auf Twitch ist das Allheilmittel Geld. Nein, man braucht es auch hier. Und deswegen hole ich mir jetzt erstmal Geld. Und das ist halt wirklich die, ja, am Anfang die schwerste Stelle, sag ich mal. Weil mit drei Herzen jetzt einen weiten Weg laufen, da kann es passieren, dass ich das echt nicht schaffe. Aber, aua, da geht's schon los. Aber ist ja nicht schlimm. Da müssen wir dann normal machen. Und Leute, ja, ich werde auch natürlich, gut, wer ist das aufpassen, nicht schon so viel vorweg, oh Gott. Schon mal respawn, nicht so viel vorwegnehme. Aber ich werde auch, sehr oft, einfach weil, ja, weil es halt wichtig ist, und weil man das machen muss, ich werde sehr oft mitunter auch save and quitten, ja. Mache ich gleich, weil ich die erste Hürde die ich geschafft habe, mache ich erstmal, weil ich zeige euch, was ich meine. Save and quit, weil ohne Schwert gibt es nämlich Orte, an denen man sich softlocken kann. Sprich, dann steckt man fest im ganzen Spiel und müsste die Konsole nochmal ausmachen. Lass mich doch in Ruhe. Oh Gott, da war übrigens ein Fehler. Oh Gott, alles gut. Ja, so. Hilfe! Aber ich bin falsch, ne? Gott, komm ich jetzt nochmal runter. Wartet, nochmal schnell resetten. Ja, deswegen, also man kann aber halt im Spiel einfach speichern und beenden und dann fängt man wieder von vorne an, ohne dass das irgendwie als Verlust oder Tod gilt oder so. Und deswegen, das werde ich machen. Das werde ich auch machen, um Zeit zu sparen. Hauptsächlich um Zeit zu sparen. Ja, und halt um, ja, auch um aus gefährlichen Situationen zu entkommen. So, jetzt mal hier, guck mal. Guck mal, Leute. Wie soll man denn das wissen? Egal.
Egal, Leute, ich weiß es, ne? Und jetzt gibt's hier ordentlich Cash, richtig Cash. Es ist ein Geheimnis für jeden. So, Cash, eingesackt. Und jetzt halt Safe and Quit. So, alles klar, um Zeit zu sparen. Ihr seht, immer noch dieselbe Datei, ne? Und das werden wir öfter machen. Guck mal, es wird nämlich schon wieder hier am Anfang. Sehr geil, ja. Weil sonst wird halt irgendwie noch härter. Das ist noch heftiger. Und ich werde immer mit 3 Herzen wieder aufgefüllt. Da-da-da-da. Und jetzt holen wir uns für das Geld unsere ultimative Waffe in dem Spiel. In diesem One. Und zwar die Kerze. Ey, die Kerze ist so wichtig. Ja, und so am Anfang. Yeah. Alles klar. Hacker, was, wieso? Kannte ich noch gar nicht die Höhle. Tja, ist auch fies versteckt, ey. So, okay, alles klar. Ja, Wallhack, ne, das war kein Wallhack, Leute. Das war Pro-Strats. So, die olle Kerze ist erstmal für eine lange Weile mit Bomben, natürlich, ist das für eine ganze Weile unsere einzige Angriffschance. Ja, und leider auch blöderweise nur einmal einsetzbar pro Bildschirm. Und das ist halt auch richtig scheiße. Aber okay, da müssen wir durch. Das ist halt auch schwer. So, jetzt kann ich die Kerze nicht benutzen. Einmal darf ich sie benutzen, dann nicht mehr. Und jetzt habe ich mir erstmal natürlich ein bisschen mehr Energie. Und ich muss mir auch Bomben holen. Ja, wir haben einiges vor uns. Obwohl es am... Ich habe da eine Waffe. Am Anfang geht's aber noch... Oh Gott. Am Anfang geht's aber noch schneller. So, natürlich hier als Kleine hier an der am fünften Busch. Geil. So. Marcel schon am Anfang am Bug usen. Nein. Leute, nehmt niemals diese scheiß Flasche. Außer ihr macht 3 Herz-Ones, natürlich, ne, aber nehmt niemals diese scheiß Flasche hier, die ist so kacke. Die kann man sich kaufen später. Aber das hier kann man sich nicht kaufen. So, ein Herz mehr, sehr schön. Und an sich muss ich jetzt mir noch Bomben kaufen gehen, aber dann könnten wir schon in den ersten Dungeon gehen. Wow, hau ab. Oh, Mr. Luck Geld. Lalalala, ich brauch Bombis, yeah. Wo finde ich die denn jetzt am schnellsten? Wo war denn hier so ein cooler Laden? Jetzt mal. Yeah! Oh, Tour für keinen. Oh, 3 sogar! Erstmal schon aufheilen. So, und Leute, nach dem ersten Tempel werde ich aber auch wirklich, also, auch etwas, was ich mir ganz sofort am Anfang eigentlich immer geholt habe. So, ich glaube, hier gibt's Bomben, oder? Erstmal kurz nochmal neu resetten. Moment. So. Gibt's hier Bomben? Also, die Gegner resetten, ne? Dass die nicht nur im Weg rumspringen. Bomben! Hört er, Bomben! Okay. Willst du Bomben? So. Ich hoffe, die ersten 4 reichen. Hoffe ich mal. So, jetzt geht's ab zum ersten Dungeon. Ja! Der erste Dungeon, Mann. Ja, wir kommen. Okay, alles klar. Dankeschön, Pandoriana. Dankeschön für deinen Sub. Vielen, vielen Dank. So, der erste Dungeon ist komplett so lösbar. Alleine, ohne dass man irgendwas benutzt oder ohne Schwert auch sogar. Und kann aber sein, dass ich dann nochmal später hin muss, weil. Ja, Bomben halt. Bomben ist halt wirklich das Ding. Oh, dann haben wir hier. Da müssen wir nochmal hin später. Obwohl, müssen wir nicht. Nee, müssen wir nicht. Müssen wir nicht, Leute. Außer ich habe irgendwann so viel Geld über, um mir den Schild zu kaufen. Aber Leute, Geld. Ja, ich muss auch sagen, stellt euch schon mal drauf ein, leider. Da wir kein Schwert haben, ja, und nicht haben werden, werde ich halt wirklich immer auf Bomben zählen müssen. Und die müssen wir uns leider mitunter farmen. Und das wird dauern. Mitunter. Wenn wir Pech haben. Wenn wir Pech haben, dauert das halt lange. Dieses Farmen. Aber darüber reden wir erstmal noch nicht. Erstmal gucken. Dungeon Number One. So, der ist an sich noch. Ist noch alles in Ordnung hier. Sollte klappen. So, Fledermäuse. Burn. Alle nacheinander muss man jetzt zerstören. Ja, ja, so ist es. Oh Gott, Leute, also die Challenge, also wie gesagt, hat mir das echt Spaß gemacht und dann war noch mal ein schöner Grund, um dieses alte Spiel noch mal erneut zu spielen. Und das hat schon Spaß gemacht, aber an sich, also ich würde mal sagen, das kann eigentlich jeder. Dankeschön, Industrial Mayhem. Dankeschön für deinen 12. Resub. Vielen Dank für ein Jahr Unterstützung. Ah, got the key. So. Ich hab den Key, Mann. Ah, wir können heute im Chat so oft den Bomben-Emote und den Schlüssel-Key-Emote spammen, Leute. Das ist der Hammer. So, mal gucken, ob ich hier vielleicht, wenn ich gut bin. Bin so gut. Geil. Zweiter Key. Dankeschön, Iruanior, für deinen 15. Resub. Vielen, vielen Dank.
So, wir haben schon zwei Schlüssel. So, hier gibt's wirklich nichts irgendwie relevantes. Wow. Aua. Aua. Arsch. Sorry. So, hier kann ich später nochmal was machen. So, ich glaube, hier links ist sogar erstmal gar nichts. Glaube ich. Ist sogar eine Falle. Kann sein. Wow. Cool. Die Tempel machen wir natürlich dementsprechend. Oh Gott. Soll ich den Kompass mitnehmen? Ich will den Kompass haben. Aber Leute, die Tempel werden wir an sich auch nicht komplett machen, 100%. Erstmal, weil es nicht nötig ist, weil es nicht Bestandteil der Challenge ist, ne? Und weil es einfach nur übelst gefährlich ist, in den Dungeons rumzueiern, länger als unnötig. Ja, der Kompass. Oh Gott. Scheiß wie ich, ja. Das sieht ja schon mal schlecht aus für mich. Schon wieder so viel Damage gekriegt. Okay, muss ich doch da lang. An sich halt echt viel mit Ausweichen und so. So, okay. Hier kann man sich leider halt softlocken. Ne? Wenn du halt keinen Schlüssel hast. Und die Tür geht nur auf, wenn du alle Fledermäuse besiegst, dann muss man halt Safe and Quit machen. So, was seid ihr für Viecher? Okay, hier muss ich aber auch nicht lang. So, mache ich erst den Boss oder sowas? Ich glaube ja. Oh Gott. Ich brauche noch einen Key. Oh, die Karte. So, warte mal. Ich mache erstmal den Boss. Da habe ich nämlich ein Herz mehr. In der Tür drin stehen ist safe, in der Tür drin zu stehen. Oh Gott. Hau doch mal ab. Geil. Oh, scheiße. Okay, wartet. Moment mal. So, wieder zurück. So. Okay. So, ich gehe nicht oben lang. Später. Machen wir später. Uns den Bogen holen natürlich, ne? Alles später. So, jetzt muss ich hier, jetzt überlege ich hier. Ich glaube... Hier gibt's nämlich den Boomerang, Leute, ne? Ihr wisst es. Ihr wisst das. Alter. Oh, Bomben! Yeah! Danke, Mann. Dann kann ich jetzt richtig ausrasten. Das war Luck. Ah, ich bin gleich tot. Doch nicht. So. Yeah! Bomberwang! Okay, das hat super geklappt. Wenn wir Glück haben, geht sowas durch so Lucky Drops relativ fix, ne? Dass ich Bomben einfach gedroppt bekomme und sowas alles. Sehr geil. Ah, und den Boomerang. Oh, der ist auch so toll. Und der ist auch so wichtig, Leute. Okay, jetzt sind wir jetzt beim Boss. Oh, oh. Den mache ich halt mal als erstes. Für halt ein neues Herz. So, oh mein Gott, es ist... Oh, oh, es ist der Oberdrache. Naja. Er ist eine Lusche, sagen wir mal so. Denn er verträgt nur zwei Bomben. So, wow. Und flop. Yeah. So, und hier ist eigentlich der... Hier kann ich aber kurz eine Anekdote erzählen, wenn man einen 3-Herz-Run macht. Ist man spätestens an der Stelle so, den muss ich ja jetzt einsammeln, wa? Naja, an sich müsste man halt irgendwie gucken, dass man halt so, wenn die letzte Bombe oder sowas detoniert, dass man halt dann echt einfach hier steht oder so. Und dann muss man den Herzcontainer nicht einsammeln. Aber den will ich einsammeln. Ich will ihn einsammeln. Voll geil. So. Erste Triforce haben wir, aber ich gehe gleich... Ja, ich habe 4 Bomben. Ich gehe gleich nochmal da rein. Und hol mir jetzt mal das andere Teil. Den Bogen, natürlich. Nimm den Bogen. Dafür brauche ich noch einen Schlüsselkey. Und ich weiß auch, wo ich den finde. So. Hier gibt's einen Schlüssel. Muss ich gucken, ob ich das jetzt cool machen kann. Wow. Alle auf einmal halt natürlich, ne? Wartet mal. Im Idealfall alle mit einer Bombe. Wäre geil. Na, kommt mal her. Kommt, meine Schäfchen. Kommt mal... Nein, nicht du da. Nein. Okay, jetzt reicht's. Bomben. Flupp. So, okay, jetzt nochmal hier. Sicher ist sicher. Auf Nummer sicher gehen und alle hier so ein bisschen locken. Stunnen. Stunnen sagt man dazu, ne? Stunnen. Kommt doch mal her, ihr Säcke. Kommt her. Kommt doch her. Ich will nicht so viele Bomben bei euch verschwenden. Alle schön auf ein Häufchen, ne? Ihr könnt an sich auch die Kerze benutzen, aber ich glaube, das wird nicht. Das ist doch... Leute, das ist ja noch harmlos, ja? Wir werden später... Die schlimmste Stelle kommt halt echt im... Die schwerste Stelle dieser Challenge wird uns im 5. Dungeon erwarten. Leider. Und das ist nämlich auch sehr, sehr übel. So, ich kann jetzt die Kerze nicht machen, weil... Ja, komm her, komm, komm, komm. Ja, ja, ja. Seht da, Leute. Immer schon mit Geduld. Yeah, so. Got the key.
Okay, ich brauche die anderen Bomben, brauche ich noch? Nee, die schwerste Stelle ist halt echt dann im... Oh, mit dem Bumerang kann man Fledermäuse zum Beispiel schon mal sofort killen. Das ist total toll. Der Bumerang ist toll. Ja, yeah, hat nichts gebracht, aber ist egal. Ich dachte, ich erzähl's mal. Und man kann mit dem Bumerang die Viecher töten. Ja! Wer braucht schon Schwerter, hallo? So. Ah, ich glaube, hier war nichts. Meine ich bloß einfach so ein Typ drinne? Ja. Wie sind Sie denn hier reingekommen? Eastmost, Pennsylvania, Mr. Sequin? Ja, behalt mal dein Sekret. Mein Gott. So. So, droppt denn irgendwas geiler? Die Viecher droppen meistens nichts. Vielleicht mal ein Herz oder sowas, aber ansonsten, naja. So. Hier ist der zweite Schlüssel. Also toll ist auch am Bumerang, man kann ja durch die Gegner durchlaufen. Das ist total toll. So. Hier muss ich jetzt bloß noch die alle killen. Kommt mal alle schön zusammen. Ja, 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 ja. Na komm her. Alles klar? Diese Trottel. Pop. Ja. Oh, Cash. Ja. Cash, Leute, Cash. So, und damit haben wir den Dungeon erstmal für unsere Zwecke komplett erledigt. Ne? Weil den war so ja richtig komplett, ne? Ja, der ist sogar zufälligerweise richtig komplett. Aber... nicht unbedingt, weil ich es unbedingt wollte oder sowas, aber... So, den Bogen, den brauchen wir auch. Mit dem können wir nämlich, wenn wir die Pfeile haben... Ja, Pfeile muss man sich hier zusätzlich kaufen, richtig toll. Mit dem können wir nämlich dann ein bisschen besser, ein bisschen schneller und effektiver Bomben farmen später. Safe and quit. Safe and quit. Geht schneller. So. Zack. Yeah, okay, gut. Und wieder hier, jetzt schneller. Leute, wie gesagt, eventuell, ihr werdet es mögen, dass wir jetzt noch so viel Zeit sparen, weil das wird später ein bisschen vielleicht nicht mehr so möglich sein. Aua, ey, habt ihr gesmashed. So. Ach, ist das schön. Lasst mich alle in Ruhe. Aua. Aua, ey, in Ruhe lassen. Oh Gott, gleich tot. Okay, ist mir zu risky. Mann, kurz mal aufheilen. Mann, ich wollte da bloß, Mann. Ich hab doch eine Bombe, damit wollte ich jetzt eigentlich schnell mir noch einen Herzcontainer holen. Na du, denn halt nicht. So. Ich hab doch, hallo? Der scheiß Bumerang, ey. Manchmal ist ja schon kacke. So. Burnt! Gib mir mal ein Herz oder sowas. Naja, Geld ist auch okay. Dann geh ich erstmal zu einer großen Fee. Warte mal, ich weiß ja, wo eine war. Oh Gott. Oh, ein Herz. Yeah, und Cash. Danke. So, Leute, und ich werde gleich schon die anderen zwei einzigen Orte, wo man 100 Rubine auf einmal bekommt, ja, die werde ich gleich auch noch benutzen, denn ich hole mir mitunter so schnell wie möglich, hole ich mir natürlich den blauen Ring. Definitiv. Weil das sonst Oberkacke. Dann habe ich einfach zu viel Schiss. Ich sterbe einfach zu schnell. Das möchte ich nicht. Voll fies, dass man eigentlich Feuer mir schaden kann. Aua, Mann. Wo bin ich jetzt schon wieder? Oh nein. Dankeschön, Steiffuß. Dankeschön für deinen 5. Resub. Vielen, vielen Dank. Wo kommt ihr alle her? Das ist doch nicht so schwer. Lalalala. Oh Gott. So, müsste ich jetzt nicht eigentlich... Wow, wow, hey, oh Gott, ja, hier wollte ich hin. So, eine Bombe habe ich noch. Punkt genau. Oh Gott, Freeze. Set Freeze. So, geheime Höhle mit einem weiteren Herzcontainer. Unsere Lebenschancen steigen drastisch. Okay, so, dann hole ich mir jetzt hier schon mal das Cash, weil das gibt es nämlich hier. Ich weiß bloß nicht mehr genau, wo war es. Hier? Yeah. Okay, gut. Cash, Leute, Cash. Der zweite Typ, der ihm 100 Rubine gibt. Yeah! Von dreien. So, aber jetzt würde ich halt... Wow. Weil ich habe... An sich habe ich halt noch nicht genug... Geil. Noch nicht genug Geld, weil das kostet ja 250 Rubine, der Scheiß. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal in den zweiten Dungeon zuerst. Wow, wow. Einfach in den zweiten. In den Dungeon.
ich komme. Dum bum. Au, jeder ist auch schon. Na, na toll. Ja, komm, nicht mehr zu Gewusel hier. Moment. So, in den zweiten Dungeon muss ich Gott sei Dank nicht unbedingt mega krass vorbereitet reingehen, denn hier werde ich alles Nötige finden. So, hoch hier. So. Aber ich werde hier, gibt's ja den magischen Bumerang, den werde ich mir aber erst später holen. Dankeschön, Dancer Crusadia. Dankeschön für deinen Sub, vielen Dank. So.